Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir schauen rein in den neuen Song von Gio. Plastik heißt er, produziert von Emde51. Der ist jetzt am letzten Donnerstag rausgekommen. Und ich freue mich tatsächlich sehr drauf, weil ihr mir schon gesagt habt, dass ich das wieder sehr fühlen werde. Ich weiß gar nicht, hat Gio in der letzten Zeit viel gemacht? Ich habe nicht mehr so aktiv vorbeigeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nee, das ist nach RIP, nach Rest in Peace, der letzte Track, der jetzt neu online kam. Es sei denn, es kam Audio auf Spotify oder whatever online. Crazy. Okay, ich bin sehr gespannt, Freunde. Wir hören zusammen rein und ich erwarte was sehr, sehr Gutes. Die Bewertungen sehen auch gut aus und ich bin sehr gespannt, Freunde. Link zum Original in der Beschreibung. Lass nochmal ein bisschen Liebe da. Let's go. Oha, Video von Jan Schulze. Ey, Shoutouts, Digga. Der macht immer die Videos für Sly. Okay, wir sehen schon hier, okay. Wir sehen schon hier das Album Super Size. Noch in der originalen Tragetasche, glaube ich. Da wurde also auch für das Musikvideo ein Opfer gebracht, ja. Spaß, ihr wisst, ich finde Shirin gar nicht so schlimm, Mann. Der Track mit Luciano fühle ich sehr. 90, 60, 100, 111 heißt das so, ich glaube schon, fühle ich auch. Also es gibt ein, zwei Songs, die ich von ihr auch fühle, ja, aber macht natürlich Sinn bei Plastik jetzt hier. Jetzt schließt sich der Kreis. Geh mir weg mit deinem Gangster-Scheiß. Teute Rapper, was ihr alles für Blender seid. Ey, der Einstieg war geil, der Einstieg war geil. Dieses Tzeh. Einfach dieses herablassende so Tzeh. Nice, nochmal. Geh mir weg mit deinem Gangster-Scheiß. Teute Rapper, was ihr alles für Blender seid. Machen die mir einen auf Fight mit den Muskeln, während sich die meisten davon verhalten wie Schwuchteln. Was für keiner true, ja? Beef, der Manager, da regelt schon. Fotzen, die mir dann am Telefon mit Schläge drohen. Doch ich mach nicht mit bei dem Dreck, alter Fick auf den Rest, Digga, nix wird gelöscht. Deutsch oh, nice! Gut, Digga, sehr, sehr gut. Es ist wirklich so, die Leute kommen immer eklig von hinten an mit Manager und Anwälten und Brief und Post und E-Mails und bla bla bla. Irgendwelche Drohungen werden aufgestellt und dann vorne raus sagen sie, ja, Digga, komm, 1 gegen 1, ich fick dich. Aber im Hintergrund sind das alles Manager und irgendwelche Leute, die sich dann darum kümmern, Mann. Aber strong Aussage, scheiß drauf, ich lösche nichts. Die Rapper sind nur Laberbacken, ja, ihr habt Rücken, doch könnt euch damit nicht gerade machen. Die Texte abpfeifen. Ja, ihr habt Rücken, doch könnt euch damit nicht gerade machen. Auch eine schöne Symbolik. Gute Zeile bis jetzt. Sehr gut, Alter. Auch der Beat. Emde, Mann. Das ist einfach so ein schöner atmosphärischer Beat. Rapper sind nur Laberbacken. Ja, ihr habt Rücken, doch könnt euch damit nicht gerade machen. Die Texte Abfallpapier, der Rest wie standardisiert. Sei nicht albern, du High Wonder, Allmann rasiert. Hey, Bruder, ganz kurz nochmal die Reime, Digga. Holy shit. Deutsche Rapper sind nur Laberbacken. Ja, ihr habt Rücken, doch könnt euch damit nicht gerade machen. Die Texte Abfallpapier, der Rest wie standardisiert sein. Damn. Die Texte Abfallpapier, der Rest wird standardisiert. Nicht albern, du High Wonder, Allmann rasiert. Bevor du dich vor deine G-Klasse stellst, geh mal lieber los und gib Petra das Geld. Pack dir. Plus einziger, Retalk. Deine Fan, die ins Gesicht, Loredana. Doch die Sonnenbrille schützt dich nicht vor dem Karma. Keine Liebe am Mike, Fließbandarbeit. Für den Deal einen Schein, das ist Taktik. Jedes Feed, jeder Reim, Fließbandarbeit. Jedes Lied, das ich schreib, gleiche Praktik. Keine Vielseitigkeit, Fließbandarbeit. Bam. Für den Deal einen Schein, das ist Taktik. Jeder Beat, jede Line, Fließbandarbeit. Jedes Lied, das ich schreib, klingt nach Plastik. Sehr, sehr strong, Alter. Damn, er räumt gut, ganz kurz, Gio ist aufgestanden, heute wieder Deutsch vom Popsin, gar keinen Bock, Digga, vom Feeling her, geil, Mann, ey, ihr wisst, ich mag sowas sehr gerne, ja, und ich fühle mich ja, wie gesagt, nicht 100% rausnehmen, ich fühle auch einige Songs von Loredana oder auch von Shirin, wie gesagt, man sollte nicht alles über einen Kamm scheren, aber so dieser allgemeine Vibe, der gerade in Deutschrap herrscht, ist ja schon ein Real Talk gerade von ihm gewesen, das heißt, der hat doch schon recht, Mann. Zeig den fetten Benz, zeig die Residenz. Schöne Zeitlupe drauf, wie die Kette glänzt. Mach auf Präsident, das ist zwar effizient. Doch sag nicht, die setzen Trends, Digga, das ist Secondhand. Das hab ich doch schon in besser gesehen. Ja, deutscher Rap ist echt fresher denn je. Was kommt drauf? Shoutouts an Enno. Das, weil man Nicki Minaj auf dich bestellt. Heine Barbara mit 90, 60, 111. Nur noch Kopien, also.
Auch kind of true, ja. Ab und zu. Man kann natürlich parallel ziehen, ja. Redet nicht von Hip-Hop. Alles für die Streams, für die Generation TikTok. Und alle sind am Mitlaufen. Zigtausend Klicks kaufen, bis die Kids draußen an den angeblichen Hit glauben. Ach, diese Energie in seiner Stimme, Mann. Und das ist auch true, Mann. Schön die Klicks kaufen, bla bla bla, damit die kleinen Kinder an die Hits glauben. Das ist true. Es ist natürlich, das ist ja das Einzige, warum man irgendwie Klicks kaufen sollte. Natürlich einerseits, um irgendwie größer zu machen, als man ist, aber auch damit andere Leute denken, damn, das wird krass gehypt. Das muss ich jetzt aber auch gut finden, sonst bin ich ja nicht mehr cool. Und dann hypen die das auch, obwohl sie den Song kacke finden, nur weil der irgendwie krass gerade im Kommen ist oder weil der viele Aufrufe hat, Mann. Damn, Mann. Aber diese Energie, Mann, das merkt man bei Gio. Er hat Hunger, Alter. Er hat Hunger. Ich hoffe, wird am Ende irgendwie was angekündigt, ein Album? Ach, Mann, es würde mich freuen, einfach so ein Album mit dem Titel Heute Deutsche Hops nehmen, gar keinen Bock. Das würde der Albumtitel sein, den ich fühlen würde bei Gio. Du erkennst, jetzt hast du Erfolg. In den Trends hast die Fans und der Rubel rollt. Doch selbst wenn ich mit meiner Mucke mal kein Geld mehr verdiene, erkenne ich mich immerhin noch selber im Spiegel. Keine Liebe am Mike. Das ist halt das Ding, er ist immer ja selbst geblieben, Mann. Und er lässt sich nicht verbiegen. Manche sagen, er hat seinen Hype vielleicht zwei, drei Mal verschlafen, was vielleicht auch true ist. Aber dann ist es so gewesen, dass er sich nicht extra verbogen hat oder auf irgendeinen Train aufgesprungen ist und irgendwas anderes gemacht hat, oder den Hype mitzunehmen. Er ist er selbst geblieben so und hat sein Ding immer durchgezogen. Das muss man ihm auch zugute tun hier auf jeden Fall. Fließbandarbeit für den Dealer einen Schein, das ist Taktik. Jedes Feed, jeder Reim. Fließbandarbeit, jedes Lied, das ich schreibe, gleiche Praktik. Keine Vielseitigkeit, Fließbandarbeit. Auch mächtiger Beat, wirklich mächtiger Beat. Für den lilanen Schein, das ist Taktik. Jeder Beat, jede Line. Fließbandarbeit, jedes Lied, das ich schreibe, klingt nach Plastik. Deine Penthouse Suite, die ist exquisit. Trotzdem bist du nur eine Nutte dieser Industrie. Ich gönn jedem mit Talent auf Beats. Doch bist du ein Wack MC, hast du keinen Respekt verdient. Was für Ghostwriter, lauf lieber. Hast du den Stift nicht im Griff, bist du nichts als ein Schauspieler. Alle. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich find's gar nicht so schlimm, wenn Leute nicht ihre eigenen Texte schreiben. Wenn sie es dann auch offen zugeben, so. Man kann ja bei vielen, vielen Rappern, Musikern, Sängerinnen, ich glaube zum Beispiel bei Celine gerade, steht es in der Videobeschreibung immer, Text, Doppelpunkt, oder auch bei Elif, Text, Doppelpunkt, und dann stehen da halt irgendwie 3, 4, 5 Namen, ja. Meistens halt auch der eigene mit dabei. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn man nicht selbst seine Texte schreibt, so, ja. Weil, Digga, im amerikanischen Bereich ist das gang und gäbe, klar, im Rap ist nochmal was anderes. Wenn man das als real verkauft, ja, dann ist es natürlich eine ganz andere Nummer. Wenn man sagt, ey, ich bin der Realste, der Fresheste, ich hab das erlebt, bla bla bla, und dann sind die Texte nicht von einem selber, ist es was anderes, ja. Aber ich meine, im Pop ist es gang und gäbe. Das Beispiel, was ich immer direkt im Kopf habe, zum Beispiel Sia, die Sängerin Sia, hat den Hit Diamonds von Rihanna geschrieben. Und irgendwie, ich glaube, das innerhalb von einer Viertelstunde oder so. Deswegen kann ich mir das immer so gut merken. Aber ich finde, das ist nicht schlimm. Da sagt man jetzt bei Rihanna ja auch nicht, aha, das hast du aber nicht selber geschrieben, so, ja. Also natürlich, beim Rap ist es was anderes. Aber ich finde, wenn man jetzt sich damit prahlt, dass man der Realste ist, und wenn man nicht damit prahlt, dass das die eigenen Texte sind, ist es gar nicht schlimm, wenn man das nicht selber schreibt. Von daher, also ist meine Meinung, muss jeder für sich selbst wissen, wie man es fühlt, aber ich finde das nicht so drastisch. Falsch, ekelhaftes Business, komm, geh an das Mic und erzähl uns, was du nicht bist. Mach deine Kampfansage, zeig deine Hanfplantage, deutscher Rap ist auch ohne Pandemie eine Maskerade. Ho, der Weihnachtsmann ist da vorne, ja? Digga, gute Zeit, Alter. Mike, und erzähl uns, was du nicht bist. Mach deine Kampfansage, zeig deine Hanfplantage. Deutscher Rap ist auch ohne Pandemie eine Maskerade. Ich check die Aktenlage, sichte die Datenträger. Ihr seid eine Rattenplage, ich bin der Kammerjäger. Es ballert jeder mit Platz. Er hat auch Bock, Alter. Er hat einfach Bock. Er hat einfach Bock, kurz aufzuräumen hier wieder. Deswegen, ich würde eine EP würde ich von ihm so fühlen. Eine EP, ein Album oder EP, whatever. Ich würde einfach mehr Output gerade von Gio fühlen, auf diesem Level so. Mit dieser Energie, mit dem Hunger. Ihr seid eine Rattenplage, ich bin der Kammerjäger. Es ballert jeder mit Platzpatronen auf Standardstrophen und denkt, damit kommt dann ein ganz nach oben wie Pharaonen. Doch hiernach kann euch keine Taktik mehr helfen, denn ich bin wieder da und bring das Plastik zum Schmelzen. Oh, er ist wieder da. Das heißt, vielleicht macht er jetzt echt öfter Tracks und hat jetzt irgendwas in der Hinterhand, Alter. Schmelzen, schmelzen, schmelzen. Keine Liebe am Mic, Fließbandarbeit. Für den Dealer einen Schein, das ist Taktik. Jedes nice. Lied, jeder Reim. Fließbandarbeit, jedes Lied, das ich schreibe, gleiche Praktik. Keine Vielseitigkeit, Fließbandarbeit. Für den Dealer einen Schein, das ist Taktik. Jeder Beat, jede Line. Fließbandarbeit, jedes Lied, das ich schreibe, klingt nach Plastik. Nice, hey. Plastik. Das war wirklich strong, Alter. Ja, Mann.
Schön mal wieder was von dir zu hören. Ey, ich hätte mir echt gerne eine EP-Ankündigung oder sowas gewünscht. Aber wir warten ab, Freunde. Wir warten ab, mal sehen, was kommt. Mal sehen, was kommt. Ich bin aber bereit dafür, ja. Ganz kurz nochmal dicke Shoutouts an Jan Schulze für das fette Video und an Emde 51 für den heftigen Beat, Mann. Gerade wenn er in die Hook einsetzt, bam, nochmal. Stabiler Beat auf jeden Fall. Und dann nochmal natürlich die fettesten Shoutouts an Gio. Es freut mich auch sehr, dass er back ist. Und ich hoffe, dass ein bisschen mehr Output kommt. Natürlich so, wie es für ihn passt, wie es cool für ihn ist. Ich denke, er weiß, dass wir uns alle mehr wünschen, ja. So wie der Weihnachtsmann das unter anderem auch weiß. Von daher bin ich sehr gespannt, was noch kommt. Vielleicht wird ja irgendwas angekündigt. Aber ansonsten erstmal der Track. Sehr, 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 sehr nice. Wieder aufgeräumt, hat mich natürlich ein bisschen an Rest in Peace erinnert, weil er hier auch wieder die aktuelle Deutschrap-Situation aufgegriffen hat, seinen Selbst dazu gegeben hat und gesagt hat und einfach aufgeräumt hat. Einfach kurz aufgeräumt mal, ja. Es ist sehr, sehr guter Real Talk gewesen. Wie gesagt, ein, zwei Punkte kann ich unterschreiben immer noch, aber sind für mich vielleicht, kann man nicht alles über einen Kamm scheren, ja. Aber trotzdem hat er natürlich recht mit dem, was er sagt. Es ist gerade, ich weiß auch nicht, warum es so gerade ist, Mann. Es fühlt sich immer noch so an, als ob wir sehr, sehr viel guten Deutschrap auch haben und Vielseitigkeit und auch mehr Frauen drin haben und so, was ich sehr nice finde. Aber das Erfolgreiche ist halt immer noch dieser Einheitsbrei leider. Und diese guten Künstler bleiben underrated, Mann, und bleiben unterm Radar meistens, was ich echt schade finde. Und deswegen sind sie auch so schwer zu finden irgendwie. Ich glaube, es gibt mehr als genug guten Deutschrap und gute deutsche Musik draußen, die gerade im Kommen ist, und gute Underground-Künstler. Die werden aber einfach nicht gefunden, weil dieser Markt von diesem Plastik hier jetzt, wie er es ja beschrieben hat, überschwemmt ist. Und von daher ist es schwer, die zu finden. Sie sind da, glaube ich, weil es gibt immer mehr gute Musiker, also es gibt halt allgemein immer mehr Musiker und Rapper. Ich glaube, es ist gutes Zeug da, aber es wird einfach nicht gefunden, weil es von dieser Plastikschicht überdeckt worden ist, Freunde. Lasst euch diese Metapher mal über den Kopf zergehen, wie euer Haarshampoo morgens, ja. Ich würde sagen, Freunde, das war mein Statement dazu. Lasst mal eure Meinung dazu gerne da. Link zum Original in der Beschreibung. Pusht das Ding nochmal nach oben. Gibt Gio die nötige, was heißt nötige, aber die verdiente Aufmerksamkeit. Und dann würde ich sagen, seht mal weiter, wunderbare Video von bleibt fresh, so wie immer, und ciao.